Strommast ist drin. Ja, sollte gehen. Da ist ein Stein im Weg. Wir werden hier zwischen auch ein bisschen Platz lassen. Warte mal, ich mach den mal eben weg hier. Einfach, damit wir es können. Oder damit wir Platz haben. Ein bisschen Platz lassen bei Factorio hat noch nie geschadet. Das weiß jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat. Machen wir das so. Nein, ich habe vergessen, die Grundplatte mit zu kopieren, ne? Aber egal, die machen wir eben manuell dahin, geht schnell. Geht vor allem schneller als mit den Robotern. Aber die sollten wir nachher im Blueprint auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist total sinnlos. So ein großes Ding zu dem hier. Ist einer zu weit, ne? Egal, machen wir gleich wieder weg. Hä? Ach so. Interessant. Ne, ich habe einen zu weit reingebaut hier. Aber das geht schnell wieder weg, das passt schon. Das war ein witziges Verhalten gerade von dem Abriss wieder, aber naja. So, während wir hier irgendeinen Schund machen, können ja die Roboter schon mal vernünftige Sachen arbeiten. Ne, halt, den Beton brauchen wir schon. Ich raffe immer nie, wo das... Das ist echt komisch. Ich raffe immer nie, wo das aufhört. So, oder nicht? Ja, genau. Gut, hier ist es normal. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Oh. Sind die Roboter auf jeden Fall wieder verwirrt, aber das ist okay. So, haben wir noch? Ja, haben wir noch dabei. Sehr schön. Das muss einmal kleiner vor allem. Genau. Check. Und den Rest können die Robotertypen machen. Sofern genügend Brücken da sind, ja, haben wir noch. Sollte also passen eigentlich. Strommast. Ich meine, auch wenn die Roboter relativ langsam sind, sind sie doch schon in irgendeiner Weise eine Hilfe. Wir haben noch kein Umspannwerk wieder dabei, ne? Oh. Wie interessant, dass wir mal Kupfer brauchen. Wir sollten hier generell mal so ein bisschen raus, weil mein Anzug hat noch nicht so viel Energie mit dabei. Das ist schon wieder sehr mau. StarCraft, ja, das waren auch geile Zeiten. Kommt auf an, welchen Teil du meinst. StarCraft 2 war sowieso geil. Damals, das waren noch Zeiten. Könnt ihr mal aufhören, bitte? Ich muss ja noch ein bisschen mit der Energie aufpassen, weil unser Anzug hat noch nicht so viel. Ah, passt schon. Moin, Horty. Willkommen. Kupfer brauchten wir. Genau, wir wollen noch ein Umspannwerk bauen, weil die Dinger sind da mit drinne. Mit anderen Stromleitungen kommen wir da nicht weit oder beziehungsweise würden mehr Platz verschwenden. Könnte man fast sagen, ja. Wir sind... Aha, eine Pipeline. So. Ach, stimmt, die Versorgungsdepots waren das. Stimmt. Jetzt habe ich auch wieder ein Bild im Kopf, ja. Oh, der ist fertig. Der auch. Der Rest läuft noch. Hier oben ist bald empty komplett, ja. Naja. Wie viel haben wir denn jetzt noch hier? 406k. Wir haben im Laufe des Streams schon 50k verbraucht. Ja, deswegen, ich sag ja. Das ist nicht viel. Diese halbe Million, die da rumlag, das ist nettes Startkapital, aber mehr auch nicht. Ich brauche gleich mal ein paar mehr. Ja, das glaube ich nicht verkehrt. Ansonsten mittelgroße Strommastgeschichten können wir bauen. Greifarme. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr von. Ja, die fertigen Förderer, die bauen wir immer so nach und nach ab.
Aber ich renne da jetzt nicht unbedingt hinterher. Oh, Orschen. Was haben wir denn da? Bremskraft brauchen wir gerade nicht. Bergbau erstmal auch noch nicht. Hier. Das ist wichtig. Ja, okay. Das werden wir jetzt noch nicht brauchen, aber wir machen das mal. Wir brauchen es später so oder so. Dann können wir hier noch nebenbei wieder ein bisschen forschen. Ich wollte Greifarme organisieren, ne? Dafür brauchen wir wieder Eisen. Die brauchen wir nicht mehr, die Spezialkiste eigentlich. Ah, stopp. War das eine gute Idee? Nee. Ich wollte keine grünen Schaltkreise bauen unbedingt. So, machen wir das so. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Der Rest von der Kiste. Den werden wir jetzt so aber nicht auf einmal los. Lassen wir es mal stehen, passt schon. Wir werden später einfach mit den Baurobotern hier alles wegreißen. Achso, die sind noch voll. Sehr schön. Dann sollten wir... Oh. Vielleicht mal eben gucken, dass wir nochmal die Uranförderung ein bisschen antreiben lassen. Der hier tut noch Dinge. Ach, den meinst du, ne? Ja, genau, dann bauen wir den nochmal eben ab, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, das dauert alles nicht mehr lange hier, ne? Die hier können wir nachher auch mal dazu umbauen, dass sie ihren Kram hier mit reinschmeißen. Und das hier ergibt auch keinen Sinn mehr. So. Und danke für den Follow. Herzlich willkommen und danke für deinen Support. VTUL01. Ja gut, den Rest holen wir uns dann halt. Fangt mich doch, fangt mich doch. Die Dinger sind halt noch recht lahm, weil das die, ich sag mal, die Billig-Variante ist von den Teilen. Und daher muss man immer so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Aber egal, kriegen wir hin. Ja, das ist auf jeden Fall so ein... Ich glaube, so ein Markenzeichen von mir. Wir brauchen die Öfen. Immer entspannt. Gibt wirklich wenig Dinge, die mich irgendwie stressen, glaube ich. Licht brauchen wir auch noch. Und Greifarme anscheinend. Ja, die Öfen selber. Hm. Ich meine, wir hatten unten irgendwo so eine Produktion von den Teilen, ne? Nee. Ach nee, das waren die Erzförderer. Stimmt. Die waren das für die Teile, ja. Okay, dann müssen wir die halt manuell bauen, aber das ist, glaube ich, auch kein Problem. Licht. Licht ist drinne, genau, passt. Haben wir denn irgendwas dabei für die Teile? Jo, haust du rein, Sturmdrache. Danke fürs Dabeisein. Ziegelsteine brauchen wir. Schaltkreise haben wir genug. Stahl, ja, können wir nochmal nachfüllen. Dann hätten wir gleich den zweiten schon mal fertig. Genau, dann gucken wir mal eben, dass wir die Materialien rankriegen für die Öfen. Und während wir die Öfen dann bauen, können wir oben schon mal die Förderbandgeschichte machen. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Plan. Wir brauchen nur noch ein bisschen Stahl. Und irgendwas war da noch. Ach ja, genau, die Ziegelsteine, ja, richtig. Kann ich eigentlich auch aus dem Auto raus einsammeln? Für die ganz Faulen. Wie viele kriegen wir da raus? 5. 5 ist nicht so geil. Ja, war mir klar, dass Stahl fehlt. Okay, warte mal, dann packen wir das mal eben ein. Oder parken hier ein, besser gesagt. Ja, stimmt, die Öfen brauchen wir erst für die nächsten Fläschchen. Das kann sogar sehr gut sein. Diese hier nicht, aber die hier, naja. Lichtbogenofen. Ja, das kommt dann sowieso alles nochmal auf uns zu. Ja, genau, Drive-by. Oh, es funktioniert. Warte mal. Hier ist ja auch eine Stahlpufferkiste und unten ist auch eine. Ich bin hier verwöhnt, das ist ja der Wahnsinn. Oh, nicht alles. 16.
Wir brauchen nachher sowieso noch viel mehr. Warte mal, was brauchen wir noch? Schaltkreise sind, glaube ich, das geringste Problem gerade. Das heißt, wir füllen nochmal Ziegelsteine auf und dann geht's wieder ab nach oben. Jo. Have fun. So, das sollte dann erstmal reichen. Moin Konsti, willkommen zum Stream. Ja, die Roboter wollen schon wieder, ne? Das ist total geil. Gut. Wir wollen auch, denn wir haben hier oben noch ein paar Förderbänder zu verteilen. Achso, ein paar Teile haben wir sogar noch da. Sehr schön. Zack, zack, zack. Exoskelett. Hatten wir schon geforscht? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ist doch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Warte mal, haben wir das schon? Es ist auf jeden Fall da, aber gebaut haben wir es noch nicht, weil wir noch keine Prozessoren haben. Aber wie gesagt, ich habe das hier ausnahmsweise mal so eingestellt, dass die Aliens nicht zuerst angreifen, sondern wir das übernehmen dürfen. Und da wir dies noch nicht getan haben, haben wir es momentan noch recht ruhig. So, der ist fertig hier. Ja komm, machen wir das als nächstes. Alles, was so mit Rot, Grün und Blau zu tun hat, können wir auf jeden Fall schon mal machen. Ansonsten, ich baue nochmal so einen Schwung Förderbänder. Ja, ist eine ausreichende Geschwindigkeit. Wir können auf jeden Fall damit arbeiten, das passt schon. Achso, hier ist ja noch was. Upsi. Okay, ich kriege schon wieder gar nichts mehr mit hier. Nee, so was die Rüstung angeht und so weiter, da werden wir uns später noch ausgiebig mit befassen. Müssen wir, ja. Weil sonst sind wir ja irgendwie so Futter und so. Oh. So, Strom wäre nicht schlecht, ne? Ist hier sonst alles gebaut? Nee, ist nicht. Habe ich doch gedacht. Ach, die Mauern fehlen noch. Ja, da habe ich nichts für dabei. Aber der Rest ist auf jeden Fall schon mal da. Die Mauern holen wir dann gleich. Strom. Moment mal. Ach so. Moment. Der ist über so einen hier angeschlossen, ne? Eventuell, warte mal. Können wir erstmal alles lahmlegen. Genau, weil wir kriegen nämlich beide damit. Ha! Aber oben fehlt jetzt was, ne? Ne, die gehen darüber. Ha, läuft. Warum ich das mit den Teilen rausgehen lasse? Weil wir hier das Problem haben, dass wir nur vom unteren Förderband Dinge abnehmen würden. Und damit das halt von den oberen Förderbändern auch unten mit drauf gefüllt wird wieder, damit das ausgeglichen ist, sind diese Teiler da. Die sorgen halt dafür, dass das Ganze so ein bisschen verteilt wird, deswegen heißen sie Teiler. Klingt blöd, aber ist so. Nee, dass halt immer alles ein bisschen nachgeschoben wird. Weil irgendwann haben wir auf diesem unteren Förderband ja nicht mehr genügend Kapazität. Ja, das heißt, hier geht was ab, da und da. Und dann kommt hier hinten irgendwann nichts mehr an. Aber wenn wir jetzt halt immer von dem mittleren oder oberen Förderband quasi die Items nachschieben auf das untere, dann haben wir hier immer genügend Zeug, dass es wunderbar abtransportiert werden kann. Und das ist so ein bisschen der Plan dahinter. Wir werden das später nochmal in etwas größere Ausführungen sehen, wenn wir den 6er Mainbus für das Eisen bauen hier runter. Da werden wir sowas ähnliches bauen, nur in groß. Achso, am Ende meinst du? Hier oder wie? Naja, da kommt noch was dran. Ja, das ist gewollt, dass hier kein Strom ist, weil hier passiert noch nichts. Das ist nachher unser Kupferbahnhof, aber da geht noch nicht viel. Machen wir später. Erstmal ist hier Eisen im Schwerpunkt und alles weitere später. Achso, genau, ich wollte Mauern holen, ne? Ja, und wir sehen hier, jetzt haben wir hier schon zwei Stück dran. Und wir haben hier auf dem Förderband immer noch Platz. Also wie gesagt, ich vermute mal mit vier Kästchen
sollten wir ein Förderband relativ gut voll bekommen. Aber jetzt holen wir erstmal Mauern. Oh. Scheiß Menü. So, Forschung pausieren wir mal eben kurz wieder, weil wir haben unten echt nicht mehr so viel Eisen. Also wie gesagt, wir werden noch 2 Stück dran bauen. Oh. Und dann passt das, glaube ich. So, der ist fertig. Der auch bald. Es geht langsam zur Neige. Wir müssen hier nachher den Rest ein bisschen raussaugen, glaube ich, noch. Könnte noch reichen, ein bisschen. Hier hinten könnte man irgendwann schon mal anfangen abzubauen. Weil wir werden es irgendwann sowieso nicht mehr schaffen, alles zu versorgen. Was wollte ich hier eigentlich? Ach, stimmt, ich wollte Ziegel holen für die Mauern. Und wir können gleich nochmal eben unser Schwefelgedöns auffüllen. Also oben bei der Uranproduktion oder ja, Förderung besser gesagt. Bin mal gespannt, ob wir schon mehr als ein Uran 235 haben. Das wäre ja mal ein Erfolgserlebnis, oder? Übrigens, hier ist eine langsame Brücke drin, deswegen sieht das so komisch aus. Aber ist egal. Das soll uns nicht stören. Zack. Ach so, falsche Taste. So. Bauen wir einfach alles durch. Ansonsten, ich nehme gleich noch den nächsten Schwung mit, weil da brauchen wir echt ein paar mehr von. Und wir werden auf jeden Fall auch noch ein bisschen... ich habe schon wieder so viel Müll dabei. Warte mal. Wo ist denn das? Hier unten, lol. Genau. Wir werden ein wenig Beton verarbeiten, damit wir hier mal wieder ein bisschen Platz in der Kiste haben. Oh. So viel dazu. Nicht alles. Ein bisschen brauchen wir noch. Und ich muss mal eben gucken, dass wir den Kleinkram loswerden. Vor allem. Warte mal. Das kann da rein. Reservetreibstoff nehmen wir auch gerne mit. Ja. Und... Mauern. Genau, und ich wollte mal eben gucken, dass ich hier das Eisen loswerde. Zack. Und Stein werden wir drüben los. Wieder so viel Müll im Inventar, das ist echt der Hammer. So. Moment mal. Wenn da manche Sachen richtig sortieren würde, ne, dann wäre das gar nicht so schlimm. Achso, 50er Stack geht nur, okay. Bei denen hier zumindest. Ja, sollte gehen. Wir bräuchten aber noch ein bisschen von dem normalen Beton. Ne, Munition brauchen wir nicht. Wie gesagt, die Aliens greifen erst an, wenn wir angreifen. Vorher nicht. Ne, Forschung machen wir jetzt nicht. Hatte ich eben aber auch schon gesagt. So, wir fahren wieder hoch. Vielleicht. Damit wir den Rest da oben nochmal eben fertig bauen können. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo das Ding endlich mal voll ist. Soll uns aber nicht stören. Wir machen hier trotzdem noch 2 von diesen Blöcken hin. Wie viel Platz haben wir hier gelassen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ist cool.